Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Ja, in der letzten Folge habe ich ein bisschen überzogen. Deswegen möchte ich heute ein bisschen weniger machen oder so. Und in dieser Folge werden wir unsere ersten Tier 1 Rocket Sachen machen. Ein bisschen pulverisiertes Zinn, das ist schön. Den lassen wir mal kurz aus dem Spiel. Wir fangen an fangen mit den Heavy Duty Plates an, also den total tollen Teilen. Hier haben wir schon ziemlich viel Zeug, dann machen wir fangen wir mal an. Also hier zack und hier zack. Können wir maximal 3 Stück machen, ist auch das, was wir genau brauchen. Und dann haben wir das erste Teil schon fertig. So. Und da ist es. Die ersten 2 Hochleistungsplatten der Stufe 1 von Galacticraft Core. Yay! Wir kriegen sogar 4 Stück. Nee, nur 3 raus. Gut. Wir müssen hier nochmal ein bisschen Bronze machen. Bisschen Zinn. Bisschen Zinn nochmal. So. Ja, das, was wir halt machen, ist eigentlich ziemlich schwer. Wir müssen nämlich jetzt die Nase craften. Unser erstes Teil ist eigentlich gar nicht so schwer. Haben wir noch einen Redstone-Fackel direkt übrig. Nice one. Und hier. Zack. Und das erste Teil der Rakete ist fertig! Yay, wir fangen richtig an, Richtung Mond zu fliegen. Ich freue mich schon wirklich. Ziemlich toll. Ich sehe gerade, wie viel Zinn wir wirklich haben. Das ist super toll, ich weiß. Ich tue das mal hier raus. Das hier brauchen wir gerade nicht. Kommt auch nochmal da raus. Das kommt mal nach unten. So. Und das Tolle ist jetzt, dass wir schon mal eine Rakete haben, also Raketennase, und wir da unten fleißig weitermachen. So, hier können wir schon an der Anordnung sehen, dass wir dann hier unsere Nase hinmachen können. Und das dann der Anfang ist. So, dann müssen wir jetzt weitermachen mit weiteren Sachen. Müssen nämlich hier natürlich wieder weiter Zinn pressen. Fertig. So. Machen wir mal weiter. Fangen wir hier weiter an mit Bronze zu pressen. So. Das ist auch super toll. Wenn wir die ersten 2 raus haben, können wir ja weiter produzieren. Ne, können wir nicht, weil beide besetzt sind. So. Und das ist ja das Tolle. Wir spielen jetzt auch wieder mit höheren FPS. Ich weiß noch nicht genau, wieso hier mein PC irgendwie total austickt. Aber jetzt kriegen wir irgendwie viel mehr FPS gegen dieses VRS. Dann machen wir mal unser Ressourcenpack wieder raus an. Das VBEOS oder so war totaler Scheiß. Da habe ich keine Rückmeldung. So. Ah, jetzt können wir wieder flüssig spielen. So. Schön. Sieht das ja hier so aus. Hier haben wir nochmal 3 6 gepresstes. Hier haben wir nochmal ein bisschen Bronze. Das reicht eigentlich nochmal. Und dann pressen wir hier ein bisschen Zinn mit Kupfer. Und hier machen wir mal weiter mit unserer normalen Pressung. Aluminium und Bronze. So. Dann hauen wir die Bronze, investieren wir dann direkt wieder weiter in den Kompressor rein, damit wir auch wieder genug Nachwuchs haben. So, die weitere ist fertig. Wir machen nämlich jetzt das nächste Teil hier, unseren Motor. Dazu brauchen wir einen Zinnkanister, Feuerzeug, einen Knopf und 4 Heavy Duty Plates. Und das hier besteht auch nochmal aus Zinn. Also das ist eigentlich total easy. Wieso arbeitet der hier nicht weiter? So ist jetzt.
So. Und hier nochmal. Das ist eigentlich ziemlich schwer. Wir geben mal hier ein Motor. Dann müssen wir jetzt hier eigentlich unseren Motor haben. Oder Rakete, gebe ich aber mal ein. Dann kriegen wir das hier schon. Raketen. Triebwerk, okay. Ja gut. Hier haben wir nochmal zwei. Haben wir jetzt mal drei. Hier wird die Plates und gleich vier. Und dann müssen wir jetzt, hier ist auch nochmal ein bisschen Stahl, ein bisschen Eisen drin. Ein Zinkkanister brauchen wir. Ein bisschen Eisen. Also genau eins. Hier haben wir hier Eisen drin. Eisen, Eisen, Eisen. Hier haben wir nicht. Wo ist unser ganzes Eisen? Das ist alles pulverisiert worden. Oder wo ist das jetzt hin? Puh, keine Ahnung. Hier ist kein Eisen, kein Eisen, kein Eisen. Hier ist Eisen. Und was für welches? Dann hauen wir das mal hier rein. Und gleich geht's noch weiter. So. Vier Stück sind fertig. Hier müssen wir noch ein bisschen Kupfer pressen. Auch nochmal vier. Und jetzt haben wir vier Stück. Das ist eigentlich schon fertig. Brauchen wir ein bisschen Stahl. Und ein bisschen Zinn. Das heißt eigentlich, jetzt müssen wir eigentlich nur unsere Zinn pressen. Zinnbarren. So. Weil wir müssen ja unseren Motor herstellen. Dann brauchen wir noch einen Knopf. Habe ich Stein im Inventar? Ja. Kriegen wir noch einen Knopf. Jetzt brauche ich ein bisschen Eisen. Was wir gleich bekommen hier. Dann tue ich mal hier unsere Maschine raus. Und ja, ist schon das erste Eisen drin. Dann brauche ich Flintstone dafür, weil wir einen Feuerzeug benötigen. Dieses Feuerzeug wird aus einem Feuerstein und Eisen gecraftet und hier ist schon ein Feuerstein. So, gehen wir das hier in dieser Anordnung an. Oder noch andere. So, haben wir ein Feuerzeug. Dann brauchen wir noch hier dieses Lüftungsventil. Ist eigentlich auch total easy. So, und dann können wir unsere Workbench rangehen und sagen zack und sagen zack. Und wir können es nicht craften, weil wir noch hier das hier craften müssen. Einmal und jetzt können wir sagen, zack. Jetzt können wir immer noch nicht sagen, zack. Leg erstmal hier so an. So, so, ein Knopf und ein Feuerzeug. Und wir haben den Motor. Das ist jetzt der zweite Teil. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Stahl pressen. Also haben wir noch ein bisschen, okay, ja, das ist nicht mehr so viel. Dann kommen jetzt hier die Raketenflossen dran und die werden schon viel teurer. Die brauchen wir vier Stück von, also 4x4 sind 16 Heavy Duty Plates und 4x2 sind 8, also zusätzlich nochmal 8, wie heißt das hier? Stahl. Das heißt für uns, wir machen nochmal ein wenig Eisen hier rein. Das ist aber am besten nicht da, sondern am besten da, weil es hier am schnellsten geht und keine Ressourcen verbraucht. So, was wir hier machen werden, das sind kleinere Dinge. Wir werden hier jetzt nochmal ein bisschen Bronze nochmal hier mit Zinn machen, aber auch nochmal ein bisschen Zinn und Kupferbarren drücken. So, das werden wir in dieser Folge machen. Und so, ja. Jetzt hat er auch keine Energie mehr, weil Nacht ist. Ist logisch. Dann hauen wir uns mal ins Bett. Das Schöne ist, dass der andere Kompressor weiterläuft, weil er ohne Strom läuft. So, jetzt kriegen wir wieder Energie. Diese Kabelkonstruktion will ich eigentlich auch mal ändern. Das müssen wir auch noch mal später machen. So. Hier wird angezeigt, dass es voll ist. Ist es aber nicht, weil es leer ist. So, dann hauen wir das mal ganz kurz raus. Und warten, bis es aufgeladen ist. Was irgendwie hier total lange dauert. Nehmen wir das Eisen mal da raus. So, haben wir viel gepresstes Kupfer. Brauchen halt sehr viele Ressourcen. So. Dann hauen wir hier nochmal ein bisschen Holz rein. Und da hinten bei unserem Dynamo auch nochmal ein wenig. Und wir könnten gleich, solange die so viel produzieren, auch nochmal ein bisschen Holz holen gehen. Aber ich glaube, das hat seine Zeit.
So, dann hauen wir mal hier veröses Metall nochmal rein. Hier, zack. Gleich nochmal ein bisschen Kupfer. Und dann läuft das. So. Das ist halt ziemlich teuer. Davon brauchen wir 4 Stück. Es war eigentlich auch eigentlich total easy. So, gehen wir wieder in unseren Stromnetz hier rein. Machen hier weiter. Jetzt haben wir erstmal genug Kupfer. Jetzt pressen wir mal ein bisschen Zinn. Und jetzt schauen wir nochmal hier, ob wir hier vielleicht nochmal ein bisschen Holz reintun könnten. Was irgendwie gar keine Energie verbraucht. So, hat das nicht Pipes? Ach, das macht hier nur... Nee, du sollst hier rot runtermachen. Rot sollst du runtermachen. Hier, das ist auch nochmal aus. Okay. Gut, dann haben wir dieses komische Sägemehl nochmal. Was kann man damit machen? Presstes Sägemehl. Okay. Machen wir das so einmal mal. Legen wir das mal mehr an. Und sagen zack. Ach, das braucht immer so lange. Das ist eh egal. So. Schauen wir nochmal rüber. Oder hier müssen wir nochmal ein bisschen das Kupfer reinpacken. Läuft es hier aus. Eisen wird brav gedrückt. Hier warten wir nur bis 10. Hier, das reicht auch mal. Dann machen wir mal hier. Brauchen wir nochmal ein bisschen Kohle. Wir müssen den Stahl pressen. Wo wir auch nicht mehr so viel von haben. Kohle. 64 Stück. Hier. So. Und wo sind hier unsere Pressen? Da sind sie. Schön. So. Fertig. Jetzt drücken wir das hier und das hier mal zusammen. Da kriegen wir wieder ein wenig Dings raus. Wie nennt sich das nochmal? Wie geht die denn? Busse, Beautyplatten, 4 Stück. No Wave. Okay. Hier ist nochmal Bronze. Ein bisschen Stahl. Und ich wäre eigentlich dafür, dass wir nochmal einen zweiten Kompressor bauen. Aber das wäre jetzt eigentlich für unsere. Gerade für unsere Verhältnisse nicht so praktisch. Ich muss gerade mal gucken, ob wir vielleicht mal ein bisschen Aluminium einschmelzen könnten. Weil wir haben ja hier gar keins mehr. Ne, wir haben 0. Ich gehe mal ganz schnell nochmal nach unten. Und schmeiß das in den Pulverizer rein. Da unterstützt der nicht. Okay, dann schmeißen wir das nur hier rein. So, das kommt mal raus. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Und tun das ganzen Sachen. Wie zum Beispiel. Zack, da rein. Was kann man eigentlich hier mitmachen? Wo ist ein Block und ein Brunnen? Auch nochmal machen. Für unferöses Nugget. Also für uns eigentlich kein wirklich hohen Anspruch, würde ich mal sagen. So. So, die Haras reicht erstmal. Und dann machen wir wieder weiter mit dem kompletten Zeug. Hier Aluminium, wo bist du? Aluminium, wo bist du? Als ernsthaft, wo bist du? Aluminium? Lol? Ah, da. Ich schlau. Sieht genauso aus wie Eisen, deswegen. Dachte ich es aber nur so. So, der hat hier fast gar nichts. Der hatte noch mal ein bisschen Kupferbarren drin. Der hat auch fast keine Energie mehr. Ja, das ist eigentlich total egal. Hier ist überall eine Energie drin. Ich hole mal einen Holzteil da rein. Geil. So, ist es wieder aufgefüllt. So.
4 Hochdruckleistungsplatten haben wir schon mal. Das heißt, wir müssen über hier nochmal ein bisschen Aluminium drücken. Weil wir keins mehr haben. Hier. Müssen wir hier nochmal was reintun. Holz müssen wir mal reintun. Unser Systemchen. Und dann hauen wir das hier nochmal raus. Und hauen wir jetzt mal Aluminium-Barrenräder rein. Yes. Bam. So. Tut toll. Craften wir mal hier weiter. Machen wir mal hier zack und hier zack und hier zack. Setzen wir das mal da drauf. Wir haben auch keine Bronze mehr. Was willst du mal machen? Wir können jetzt eigentlich auch nochmal an unsere Workbench rangehen und mal sagen, zack, dann haben wir schon mal die erste Raketenflosse. So, jetzt haben wir genug Aluminium. Jetzt können wir mal hier weitermachen mit Kupferbarren. So, und gleich nochmal ein bisschen Zinn. Dann können wir hier machen. So. Und dann schmeiße ich erstmal hier wenig Crap weg, was wir im Moment nicht brauchen. Zum Beispiel hier nochmal das Erz hier. Sortieren das Ganze. Und dann sehen wir schon, wir haben super viel Zeug. Wir haben, glaube ich, auch nochmal nicht mehr so viel Zinn. Also wir müssten unten bei dem hier, unserem Terminal Expansion Zeug, da haben wir noch ein bisschen. Perfekt. So haben wir noch den Rest Aluminiumbarren. Das heißt, wir können das auch nochmal raustun. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen pulverisiertes Zinn raushauen und mal ein bisschen Holz holen, denn wir haben keins mehr. Was sehr, sehr schade ist, mit diesen gepressten. Kann man hier mit irgendwas machen? Kann man das verbrennen? Kann man das verbrennen? Ich hoffe ja. Gepresstes Sägemehl. Was kann man denn damit machen? Ach, schmelzen und zu Holzkohle machen. Gut. Dann. Hä, wieso? Hat er es jetzt geschluckt? Ach. Hätte er gar nicht machen sollen. So, Zinnbarren. Mal raus. Und sehen wir nochmal hier ganz schön viel Zeug. Dann drücken wir hier gleich mal ein bisschen Zinn. Wo wir auch keine Energie mehr für haben. Bauen wir das hier mal ab. Jetzt überlebt er wenigstens mit der Energie. Naja, nicht ganz. Wir müssen uns mal schlafen legen. Wenn es geht. Nee. Ist halt doof. Wie weit ist der hier? Das kann man hier raus. Wir können hier mal ein bisschen weiter drücken. Nämlich zack, zack und zack. Nochmal schnell ein. So eine Heavy Duty Plate. Und gleich nochmal ein wenig Bronze drücken. So. Ist das hier, dass ich zusammenlegen. Und hier ist es jetzt voll. Da können wir mal ja ein bisschen Aluminium machen. Geht ja auch. Zwei Stück nochmal. So. Da hätte auch nochmal. Also machen wir mal hier, zack. Hier, zack. Und hier. So. Jetzt gehen wir mal unser Bett. Und hoffen, dass der in der Zeit mal ein bisschen weiter drückt. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Like da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!